Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder bei Hitman. Ja, wir haben uns jetzt letztes Mal ein Gangmitglied aus Outfit geklaut und werden jetzt hoffentlich nicht mehr so stark unter die Lupe genommen. Jetzt muss ich eben mal gucken, wo ich denn überhaupt bin. Das war ja der Dachboden, da habe ich ja einen erledigt. Da ist eine Person und die andere Person ist bei den Familiengräbern. Aber ich sehe, gerade auf dem Dachboden war noch irgendwas. Und da will ich jetzt mal eben nachgucken, was da noch Schönes so rumliegt. Weil irgendwas ist hier Besonderes. Einmal ist hier irgendwas Besonderes. Ja, den Stromkasten können wir noch aufbrechen, das schadet nie. So, mal ein bisschen Unruhe stiften. Vielleicht hilft's ja. Was ist denn hier Besonderes? Bombe platzieren. Auf jeden Fall. Bin ich doch immer dabei. So, dann werden wir die mal zünden. Was auch immer das jetzt gut bringt, aber das werden wir, denke ich mal, gleich sehen. Bumm. Machen das aber noch so zwei Dinger. Ja, das ist ja super. Okay, nee, die Aktion war jetzt ehrlich gesagt ein bisschen scheiße. Das heißt, wir laden gleich mal, gleich am Anfang wie immer eigentlich. Ach ja, von einem Part das ganze Ding neu, aber gut. Also die Aktion hat es nicht gebracht. Das heißt, da oben können wir schon mal gut und gelassen gehen. Jetzt sind wir hier und wir müssen aber noch eins runter, denn da unten ist unsere erste Zielperson. Und die befindet sich da hinten. Warum bin ich... Nein, scheiße, scheiße, hör auf, Alter. Meine Fresse, ey. Chill dich mal dahin. So, jetzt bin ich hier. Und von hier aus komme ich gut zu dem Typen da, der sich jetzt genau wo befindet. Ja, da staunt ihr. Ich bin der Pianoman. Aha, der Heini ist also der Bräutigam. Und der andere Vater ist immer noch beim Grab. Jetzt will ich den einfach mal verfolgen und warten, bis er einen blöden Fehler macht. Hoffe ich zumindest, dass er den irgendwann macht, dass er alleine ist. Weil hier ist gerade leider ziemlich viel los. Aber ich bin nicht wirklich unauffällig, muss ich ehrlich gesagt auch sagen. Nein, das war jetzt eine blöde Idee. Warum geht denn der da jetzt raus, Alter? Warum muss der da jetzt rausgehen? Das verstehe ich nicht. Boah, sogar hier mit so Untergrundstaub so, aber nicht schlecht, ne? Was ist denn da eigentlich? Was ist diese Glocke? Aha, das ist ja Hammer. Der feiert seine Hochzeit und ballert in die Luft. Warum nicht, ne? Ach, der geht hier raus, ballert eine Runde und geht wieder rein. So läuft das also hier am Mississippi. War cooles Land. Beziehungsweise eben, ja, cooler Fluss und darum cooles Land. Chill, chill, chill. Wenigstens komme ich jetzt schon gut an den Narren vorbei. Das ist die Braut. Was heißt eigentlich hellweiß? Das will ich mal eben nachgucken. VIP. Okay, ja. Nein, nein, nein. Okay, warte, ich beschäftige den jetzt eben. Bis die Frau weg ist. So, jetzt gehe ich. Scheiße, jetzt ist da schon der nächste. Aber... ich hoffe jetzt einfach mal, mich sieht keiner. Und jetzt verpiss ich mich aber ganz schnell, Leute. Jetzt aber ganz schnell hier. Hey ho, Checker. Ach, jetzt muss ich erstmal raus, ne? Das ist eigentlich gar nicht schlecht, denn draußen, schätze ich ehrlich gesagt mal, ist die Lage etwas entspannter. Ist der Typ noch da? Der ist noch da. Perfekt. Dann will ich mal eben... was ist jetzt los? Oh, das ist scheiße. Da komme ich auch nicht rum. Da muss es durchs Haus einen Ausgang geben. Muss ich mal eben gucken. Aber wisst ihr, was wir erst machen? Wir speichern das Ganze mal. Und zwar lieber auf einem neuen Speicherstand.
Hilfe, also irgendwie ist die Mission dann doch schwieriger. Warum ist auch hier jeder bewaffnet? Das muss doch ja auch nicht sein. So, da hinten liegt zwar eine Leiche, aber das braucht ja irgendwie nicht. Aha, hier geht's also raus. Das alles wäre ein riesiges Problem. So, wo ist denn der Vater hier? Da läuft er doch. Das ist also der nette Herr Paps. Okay, den hätten wir eigentlich auf dem Friedhof gut kriegen können. Aber gut, mal gucken, vielleicht gibt es hier noch eine Gelegenheit demnächst. Ich hoffe es ehrlich gesagt einfach mal. Zur Not auch noch so eine... Sollte ich eigentlich noch irgendwas machen? Hallo 47, noch ein Auftrag unseres Klienten. Nein, okay, also ich muss nur noch diesen Typen hier kriegen. Und dann kann ich wegrennen. Und da der Sohn hier schon so schön liegt, nehme ich jetzt einfach auch den Vater hier so. So. Okay, und jetzt wird gerannt. Noch ein bisschen Party gemacht. So, jetzt noch einmal nachgucken. Hier passt alles. Da hinten war der Exit. Da ist auch noch ein Exit. Oh, Scheiße. So, chill, Leute. Chill. Also ganz im Ernst, ich habe den Typ so mittig umgebracht. Ach so, da war ein Exit. Ja, toll, da ist dieser Hund. Der verrät mich ja sofort. Oder wisst ihr was? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt will ich noch eine Sache probieren. Ja, können wir gerne überschreiten. Ja, können wir immer noch gerne überschreiten. Jetzt sind wir nämlich an diesem Punkt hier gespeichert. Das heißt, wir versuchen jetzt einfach mal diesen Ausgang da hinten. Das würde mich nämlich ehrlich gesagt reizen, hier doch noch einen Weg zu finden. So, jetzt bin ich zwar aufgeflogen, aber das stört mich jetzt auch nicht weiter. Denn jetzt kann ich auch ein bisschen rumballern. Denn den Bock das jetzt schon noch. Wobei, wisst ihr was wir machen? Wir gucken jetzt einfach mal kurz nach, ob wir hier gescheit fliehen könnten. Ja, hier könnten wir gescheit fliehen. Ach, hier ist auch letztens der Paps angekommen, ne? Ja, nee, aber hier wollen wir nicht fliehen. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Lassen uns mal einfach kurz erschießen. Auch wenn wir das eigentlich nicht gerne machen. Boah, aber das ist wehrlos hier, das ist natürlich klar. Okay, aber wisst ihr was, bevor wir sterben, machen wir jetzt einfach Spielladen. Und hier das bitte laden, denn dann sind wir nachher wieder ein Psychopath oder werden so bezeichnet und das ist natürlich auch nicht so super gut fürs Image. Deshalb machen wir hier den Killer-Style. Und zwar, was ist denn hier drin? Hier gibt's Essen. Schick. Also eine schicke Hochzeit. Wo ist eigentlich die Braut? Moment abgeblieben. Die Braut feiert. Wo feiert die Braut? Braut feiert. Wo ist die Braut? Braut ist wahrscheinlich auch schon tot. Ne, da hinten. Hochzeitspaar. Wisst ihr was? Wir haben noch ein bisschen Zeit, haben wir noch. Ich merke nämlich gerade, dass wir die ganze Map eigentlich noch gar nicht kennen. Zur Not können wir ja einfach wieder zu diesem Safe-Punkt kommen. Und ein bisschen muss man sich die Map ja doch angucken, denn ein bisschen würdigen kann man es doch noch, finde ich. Also ich finde es echt erstaunlich, dass dieser Typ noch nicht aufgeflogen ist. Weil ich meine, der liegt mitten im Eingang. Also hier ist die Braut. Und der Pfarrer. Sagen wir einfach mal Hallo zu der Braut. Hallo, liebe Braut. Hallo, was macht denn ihr hier Schönes? Macht ihr gar nichts? Das ist doch schick. Okay, also das ist das Haus. Jetzt wollen wir noch einmal zu diesem, ja egal, wir gehen trotzdem dahin. Zu den Friedhöfen gehen. Das muss natürlich auch noch angeguckt werden. Denn, ja, ich meine, wie gesagt, wir haben noch etwas Zeit. Und warum nicht mal die Map etwas besser angucken? Also hier hätten wir den Opa oder den Vater eben natürlich auch noch perfekt hingekriegt. Warum ist hier ein Grab schon geschaufelt? Komme ich hier wieder raus? Wenn nicht, kriege ich die Krise. Okay, also es ist auch ein netter Friedhof, also... Ich weiß nicht, ich finde die Landschaft hier eigentlich gar nicht schlecht, aber ich glaube, leben will ich hier trotzdem nicht am Mississippi, muss ich, glaube ich, gestehen. Das ist ja alles super hier eingerichtet. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Da geht's wieder raus. So, was wollen wir jetzt auch tun? Okay, die ganze Hochzeitsgesellschaft geht jetzt zurück. Jetzt wollen wir mal eben gucken, was passiert und was die so machen, denn... Auch nicht. So, die... Ja, die freut sich natürlich, ganz toll. Die ganze Hochzeitsgesellschaft geht jetzt hier rein und sie geht da rein. Warum geht sie hier rein? Ist sie so VIP oder was? Ah ne, sie geht auch hier rein. Wohin gehen die denn jetzt alle? Ach, hier jetzt eine Runde abfeiern. Blöd ist halt nur, dass hier jeder eine Waffe hat. Aber egal.
Hier liegt immer noch der Sohn rum. Und der Vater. Ach, den Vater haben sie weggepackt. Den Vater haben sie weggeschaffen. Gut. Würde ich aber sagen, nachdem wir uns jetzt hier noch einmal auf der Tanzfläche amüsieren. Oh yeah, hier gehen die am meisten ab. Oh yeah, oh yeah. Und dance, 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 dance. Aha, aha. Okay, nicht so super, aber gut. Wir sind ja auch nicht als Tänzer ausgebildet. Dafür haben wir andere. Werde ich schon beschossen? Ach nee, das sind immer die Heinis, die hinten ein bisschen fette Party machen. Ach du Scheiße, was ist mit dem los? Einladung. Hajo, also von dem hätten wir noch eine Einladung klauen können. Auch nicht schlecht. Aber die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Was ist denn das für ein Kackraum hier, ey? Der bringt mir ja mal rein gar nichts. Hier ist der Auszugraum. Okay. Die Frage ist, wo kommen die ganzen Leute her? Aber das ist jetzt auch nicht so wirklich das Problem von mir. Und ich mache jetzt einfach mal das, was ich gerne mache. Oh, ein Geschenk, ein Geschenk. Hier kann ich eine Mine platzieren. Aber wisst ihr was? Die Leute lassen jetzt auf irgendwas ballern, was auch immer. Das sehe ich eigentlich gar nicht. Die Frage ist, wie viel Schuss die haben. Aber ich sage jetzt einfach mal... Tschüss, lieber Mississippi, ich gehe jetzt zurück in die zivilisierte Welt. Hoffe, hat euch gefallen. Wir gucken uns gleich noch unsere Werte an. Aber das dürfte jetzt eigentlich relativ gut ausfallen, da wir eigentlich Kills gesamt 3. 3? Warum 3? Ach ja, den Typ, wo wir das Ding einmal auf dem Dachboden... Gefilmt, nein, Zeugen 3. Spezialist. Spezialist. Ich habe fast keinen Lärm gemacht, habe zwar etwas länger gebraucht, aber das ist eigentlich auch okay. Ja. Die drei Zeugen hätten auch noch verzichten können, wären wir gleich abgehauen. Also dieses Mal war echt perfekt. Jetzt will ich aber einen fetten Bonus. Ja, super. Ja, okay, der Bonus geht eigentlich. Gut, wir haben gut Kohle gekriegt. Und ich würde sagen, Spezialist gesucht. Das ist doch mal ein Zeitungsartikel, der mir würdig ist. Beziehungsweise, ja, naja, ich sage jetzt einfach mal ja, weil ich sonst immer ein Psychopath bin oder ein Terrorist. Ich sage danke fürs Zuschauen, hoffe, hat euch gefallen. Wir können noch mal eben gucken, was die nächste Mission ist. Das können wir noch ganz schnell machen. Die nächste Mission wäre... Nichts geht mehr. Und da sehen wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao!